Hallo Thomas. Hallo Thomas. Es freut mich total, hier bei euch zu sein. Und ich bin ja schon etwas länger Kunde auch bei euch. Und mir ist immer aufgefallen, dass ihr Kunst habt. Ja. Und was hat es eigentlich auf sich, dass ihr so gerne Kunst ausstellt? Also bildende Kunst, ne? Ganz genau, ja. Naja, was hat es auf sich? Kunst kommt zu Tomco, weil ich hier bin und mir Kunst sehr gut gefällt. Ich lebe zu Hause mit Kunst. Ich beschäftige mich in meiner Freizeit. Ich liebe es, Galerien zu besuchen, Museen, Ausstellungen, mir zu überlegen, was will der Künstler uns sagen, die Künstlerin, und mir Gedanken darüber zu machen. Und finde auch, Kunst ist immer Zeitgeist, ne? Ja. Ist immer ein Spiegel der Seele des Künstlers etc. Und so kommt Kunst zu Tomco. Das ist mir schon immer aufgefallen und ich fand es auch immer wieder spannend, dass es auch immer so wechselnd ist. Nach was suchst du das eigentlich aus? Ganz genau. Ja, nach dem, wie sagt man so schön, nach dem guten Bauchgefühl. Ah, okay. Ja. Es ist immer der Mensch, ja, der seine Kunst mit seiner eigenen Geschichte verbindet und präsentiert. Und ja, da kommt es darauf an, beide kennenzulernen erstmal. Und dann entscheidet hier das künstlerische Epizentrum ja in der Mitte, entscheidet dann einfach, das machen wir jetzt. Ja. Wobei das Thema Kunst bei euch auch noch so eine andere Tragweite hat. Ne? Ja, das ja. ist KUK so als Abkürzung. Genau, was richtig. Was du da so hast, wo dann auch so eine Spendenbox hier zum Beispiel steht. Was hat es denn damit auf sich? Ja, ja, also ich habe wie gesagt, diese Kunstaffinität in verschiedene Bereiche bei mir übertragen und habe gemerkt, dass Kunst sich auch hervorragend eignet, Aufmerksamkeit zu erzeugen, Leute zum Hinschauen zu bewegen, Menschen eine Projektionsfläche und Firmen auch zu geben. Und habe angefangen vor vielen Jahren, KUK tatsächlich pro bono für Kunst und Kind, kurz KUK, ist ein gemeinnütziger Verein, zu gründen. Und der Sinn unseres Vereins ist, mit Kunstprojekten benachteiligte Kinder aus unserer Region zu fördern. Also dir ist die Region auch wichtig? Region. Unsere Region. Wobei ich das wirklich als unsere Region sehe hier, die Metropolregion. Ja. Ja. Und warum Kinder? Ja, warum Kinder? Kinder deswegen, weil Kinder der Schlüssel für die nächste Zeit sind, weil Kinder Möglichkeiten bekommen müssen, gefördert zu werden und finden das auch toll, wenn man sie fordert und wenn sie zum Ausdruck kommen. Ja, das kenne ich aus eigener Erfahrung. Ich habe ja auch einen kleinen Sohn, ja, genau. der sehr neugierig und sehr interessiert ist. Und richtig. Da kann man die dann auch packen. Ne? Ganz genau. Mit dem Interesse genau. und der Neugierde. Du kannst auch Kinder, wir hatten vor vielen Jahren so ein Projekt, den Kunstteppich hier in Mannheim auf der Fressgasse haben 50 Kinder der Kepler-Schule, haben einen 300 Meter langen Motivteppich gemalt. Ja. Mit Referenten der Kunstakademie zusammen. Okay, also immer auch wirklich hintergründig und nachhaltig aufgezogen. Und du hast einfach in dieser Woche gemerkt, so etwas verbindet, etwas in der Größe zu schaffen. Es ist Ausdrucksmöglichkeit, was die Kinder damals in ihre kleinen Bildausschnitte, die dann zusammen immerhin 300 Meter ergaben, was sie da hinein interpretiert haben und gesehen haben. Es war einfach fantastisch. Ja. Ja, bei so einer Aktion kriegst du auch so ein Wir-Gefühl. Ne? Ja. Wir-Gefühl der Kinder, der beteiligten Unbedingt. Künstler dann. Ne? Und das ist ja etwas, was so ein Team-Spirit hat, was nicht zu unterschätzen ist. Genau, genau. Und aus den Erlösen eben dieser teilweise doch auch größer formatigen Projekte kannst du dann nochmal gezielt Einzelförderung machen. Mhm. Ja. Kannst aber auch dich Organisationen zuwenden, denen es im Moment gerade nicht so gut geht, weil sie vielleicht ein bisschen hinten runterfallen oder in Vergessenheit geraten. Mhm. Und so ist einfach immer eine Balance. Ja. Du hast mir ja auch bei einem der ersten Gespräche dann ja auch gesagt, dass du ja auch möchtest, die Künstler sich auch daran beteiligen. Ja, unbedingt. Ganz genau, ganz genau. Weil
wir hier bei uns in unseren Räumen nicht als Galerie in dem Sinn, sondern als Projektionsfläche für Künstler auftreten. Und dann ist das Einzige, was ich möchte, dass der Künstler dann eins seiner Werke, ja, meistens eins, welches an dieser prominenten Wand hier hängt, sozusagen stiftet, spendet für den Verein, ja, also den Erlös oder ja. Wobei in meinem Falle ist es jetzt kein Bild, was hier an der Wand hängt, ne? Genau. Ich blende das dann gleich mal in das Video ein und es ist ein anderes Bild, was, wo du was gesehen hast, was mir jetzt so gar nicht aufgefallen ist. Was ist denn das, was so das, dieses besondere Ausgerechnet von diesem Bild ist? Ja. Ist das auch noch eines deiner Lieblingsbilder, ne? Ja, genau. Was verkauft wurde und wo der Erlös dann gespendet, den ich ja gerne gespendet habe dafür. Genau, das ist ja so eine Szene, du hast das in Kanada in einem Motel aufgenommen bei Nacht und es wird ein kleiner Schwimmbadbereich von dem Motel gezeigt und es ist so diese Komposition von dem Bild, das Besondere, das Besondere im Alltäglichen. Ja? Eine Frau, die jetzt nicht voyeuristisch, sie steht mit ihrem Badekleidchen da, mit dem Rücken zu dir. Genau, das Gesicht sieht man ja auch gar nicht. Das Gesicht sieht man gar nicht. Ne? Mhm. Aber eine reale Frau, jetzt auch kein Model im Sinn von 1,90 Meter und Spindeldür oder so, sondern wirklich ein Mensch. Und wo du schon allein in dem Moment das Gefühl hast, das erzählt mir schon eine Geschichte. Ja? Wann ist das jetzt? Ja? Wann ist das passiert? Geht sie jetzt schwimmen oder war sie schon schwimmen? Ja, ist es davor, danach? Ja? Die Gesamtkomposition von dem Bild, ja? Die Geometrie, ja? Der Holzfassade, ja? dann aber auch ein offenes Fenster, wo man sieht, da sind dann auch Luftzirkulation, beschlagene Scheiben etc. Und alles sieht eigentlich aus wie gemalt. Ne? Sieht eigentlich gar nicht unbedingt im ersten Blick wie eine Fotografie aus. Ja, Lieblingsbild. Und das wird mich auch immer an deine Arbeit, ne, und deine und die Ausstellung hier bei Tomco mich das erinnern. Ja, das freut mich natürlich. Ne? Ja. Als Künstler ist es immer schön, wenn man so eine Rückmeldung bekommt und wenn man auch weiß, also die Menschen verbinden ein Bild mit einer Situation und das Bild, das gefällt ihnen dann einfach. Ja, ne? Es ist immer so das Auge, wie zum Beispiel auch, wenn du jetzt mal schaust, hier, Watch for Bikes, ja, neben dir in diesem Bild. Ja? Also einfach der Moment, wirklich. Watch for Bikes, du siehst das Fahrrad, wie es jetzt hier im Moment gerade, aber wie auf dem Tablett dann serviert wird auf diesem Übergangsweg für Fußgänger. Das finde ich zum Beispiel auch ein wunderbares Motiv. Ja. Insofern, diese Wand heißt ja auch Moments. Das ist jetzt die zweite Ausgabe der Wand. Ich habe zwischendrin, habe ich meinen Opus so einmal ausgetauscht, um andere Momente, die eure Mitarbeiter ja mit ausgesucht haben. Aber dazu später dann noch mehr. Ja, genau. Richtig. Was wir dann da so aufgehängt haben, wo ich dann ausgesucht habe, was könnte denn da jetzt wie zusammenpassen, ne? Von diesen ganzen Momenten. Ja, genau. Ja, das heißt, überlege ich mir auch täglich, ja, und komme dann immer mal wieder auf neue Kombinationen und finde gerade bei dieser Wand sehr prominent, hier sitzen gegenüber dieser Wand, sitzen Menschen, unsere Gäste, unsere Kunden, und ihnen werden die Haare gewaschen, es wird eine Haarkur aufgetragen, es wird etwas einwirken lassen und es ist so die rein zufällige Begegnung mit Kunst. Es ist ja überhaupt nicht geplant. Ja? Mhm. Gut, unsere Stammkunden erwarten mittlerweile, dass wir die Wand bespielen, ja, und das lassen es, wie gesagt, und unsere Angestellten auch lassen es nicht zu, dass hier nichts passiert. Mhm. Aber die Reaktionen dann. Ja, es geht von jetzt speziell bei deinen Bildern, oh, das sieht gut aus, das sind schöne Farben, ne? Das ist eine schöne Hängung, sagen viele, mögen dieses Mosaikhafte in der Hängung. Dann geht es weiter,
Das gefällt mir am besten. Das gefällt mir gar nicht. Das mag ich. Ah, die Farben sind schön. Es ist dann auch gleich und da wird es dann sehr subjektiv, was ich toll finde. Mhm. Ja, ja. Und schon merkst du, ja, hier ist Auseinandersetzung, hier ist Ablenkung. Vielleicht auch gerade im Moment ganz dankbar. Ja. Sind die Leute ganz dankbar darum, abgelenkt zu sein und auf andere Gedanken zu kommen. Mhm. Ja. So ist das nicht mehr wegzudenken von uns und wird uns mit Sicherheit immer begleiten. Mhm. Ja. Hallo Sonja, grüß dich. Hi Thomas, geht's dir gut? Ja, super. Und selbst? Danke, danke, auch gut. Ach ja, die Ausstellung geht jetzt bald zu Ende. Leider. Und ich fand es ja richtig klasse, dass ihr das Ganze gebotet habt. Also, dass ihr Bilder euch ausgesucht habt und gesagt habt, die Bilder finden wir super, die und die und die und die. Und da habe ich so ein schönes Potpourri gehabt, wo ich Bilder aussuchen kann, die so zusammenpassen. Und was war denn so dein Lieblingsbild, wo du gesagt hast, so ja, also das Bild finde ich super und das sollte in die Ausstellung? Also ich muss dir ehrlich sagen, an dem Sonntag hatte ich mehrere Bilder. Mhm. Und es waren echt, mir gefällt ja sehr viel, wenn Landschaft zu sehen ist. Mir gefallen aber auch die Bilder wirklich, wie du jetzt hier siehst, einfach ein Blatt. Mhm. Und was einfach wirklich mit dem Rot so raussticht, ja. Oder wirklich Bilder, die ein bisschen romantischer sind. Andererseits finde ich das wirklich wahnsinnig schön, auch einfach ein Gehweg und wirklich die Fußstapfen. Also da gibt es bei mir wirklich vieles. Also von deinen Bildern hat mir sehr, sehr vieles gefallen. Und ich habe auch wirklich ganz viele Babberle drauf gemacht. Ich glaube, ich habe sogar einen Nachschlag bekommen vom Thomas und durfte zweimal bappen. Okay. Ja, von daher war vieles dabei. Und deine Favoriten? Tada. Einmal. Die Hoffnung. Die wir gerade mehr als nur brauchen. Passt gerade so. Also ich muss dir auch ganz, ganz ehrlich sagen, ich bin ja sehr gläubig. Jetzt nicht, aber ich glaube an was Höheres. Und als ich das Bild gesehen habe, und das war ja die erste, weil das ist ja jetzt schon der Nachschlag, den wir ja bekommen haben. Richtig, genau. Und es war auch oben, wo du es gemacht hattest. Ja. Und darauf haben mich ganz viele Kunden angesprochen, weil, ich habe dich ja nochmal drauf angesprochen, erklär das jetzt mal. Das hat ja nichts mit der Kirche zu tun, ne? Nein, das hat nichts mit der Kirche zu tun, weil der Ort heißt Hope. Das ist doch... Und das war auf unserer ersten Tour durch Kanada, diesmal mit der Familie. Man sieht ja hier, ich war ja auch schon mit dem Motorrad unterwegs. Beziehungsweise mit einem Freund. Und... das war so die erste Tour und da waren wir gerade von den Rockies Richtung Vancouver unterwegs und auf der Karte habe ich mir überlegt, okay, was ist so in der Mitte? Hope klingt interessant. Wir gucken mal, ob wir bis Hope kommen. Ja, das ist der Wahnsinn. Und das war so ein süßes Nest eigentlich, ne, wo wir da gelandet sind und ein super Restaurant auch da in der Nähe. Und ja, meine Frau, die war dann müde, die hat sich erstmal hingelegt. Ich bin dann gleich mal so in diese Neighborhood so ein bisschen spazieren gegangen. Und weil solche Aufnahmen entstehen, dann dadurch werde ich einfach so alleine mit der Kamera ganz gemütlich durch die Straßen durchlaufen. Schön. Ne. Und das war dann so später Nachmittag gegen Abend. Ja, und irgendwie dachte ich so, also, diese Kirche ist sehr cool, ne? Hope, ne? Und dann die Kirche, dann dachte ich, super, ne? Muss ich. Da vorne steht noch, ich glaube, Church of Hope oder so ähnlich, ne? Okay, cool. Auch, ne? Ich weiß es gar nicht mehr genau, also das Schild stand schon auf dem Kirchengelände, aber hatte jetzt nichts mit der Kirche zu tun. es sind so diese Zufälle, wo man sagt, das ist so, wirklich, ja, und ich sag passt. Ja, du hast es uns ja wirklich nach dem ersten Lockdown ja auch noch hingemacht und wir haben es aber im Februar ja schon ausgesucht gehabt. Und da musst du dir halt überlegen, dass wirklich viele, viele Kunden einfach sich das angeguckt haben und gesagt, das passt einfach. Der hat gesagt, das ist der Wahnsinn. Als du mir aber beim Schneiden, weil du ja mein Kunde bist, und ich dir noch gesagt hatte, Thomas, aber sag mal, wie hat denn das gepasst, also, dass du es so super getroffen hast? Und dann du gesagt hast, Sonja, es ist wirklich die kleine Stadt, die so heißt. Mhm. Dann war es noch faszinierender, weil das habe ich natürlich dann jeden anderen erzählt. Mhm. Und dann waren die natürlich begeistert davon, dass es halt im Zufall wirklich so was Schönes werden kann. Ja, das ist ja das Spannende, ne, wenn man da so unterwegs ist. Man hat eigentlich zu fast jedem dieser Bilder oder zu jedem dieser Bilder so eine kleine Geschichte, ne? Ja, klar, die und du damit dann... Ja, das ist das, an was ich mich dann so erinnere, wenn ich die Bilder sehe. Und das ist auch das, was ich dann auch wieder erzählen kann, ne, was dann da so war. Richtig. Und
In dem Fall, ja, es passt im Moment gerade wie die Faust aufs Auge. Ich habe das Bild ehrlich gesagt, nachdem ich es abgehängt habe, schon wieder in Vergessenheit. Ist es wieder geraten. Und wo du es jetzt gerade eben rausgezogen hast, da dachte ich so, mein Gott, passt das super gerade. Ja. Ne? Ja. Und ja, Finissage, wir wären hier normalerweise dann vielleicht 20, 40, 50 Leute. 50 Leute gewesen. Locker und hätten dann noch ein bisschen gefeiert. Und ja, ist nicht. Ist nicht. Nee. Aber? Hope, Hoffnung. Du hast aber noch ein zweites Bild, was auch ein bisschen mit Hoffnung zu tun hat. Mein, aller. Ich nehme mal das gerne, hier ab. Gerne, danke. Stell das mal dahin. Jetzt kommt ein großes Bild. Ja. Guck mal, so. Das können wir ja beide so zusammenheben. Genau. So, dazu muss ich dir jetzt sagen, das war mein absolutes Favorite. Schon im Februar damals, ja. Und für mich war das wirklich, also wir haben ja wirklich hier manchmal, der Alltag ist einfach sehr, sehr stressig, von einem Kunden zum anderen. Und es hängt ja genau, das Bild hängt ja genau hier in unserem, sage ich mal, Ruhebereich, wo wir Farben ausspülen, waschen. Und jedes Mal, wenn ich hierher komme, egal wie gestresst ich bin, und ich bin ja direkt dann da raus und habe sofort darauf geschaut, hat es mir eine wahnsinnige Ruhe ausgestrahlt. Und auch jeder Kunde, der es gesehen hat, das ist einfach die Geschichte dahinter, die du hoffentlich erzählen wirst, ist ja auch wieder so wunderschön. Und ich habe auch gesagt, Thomas, wie kannst du bloß in einem Bild, also ich finde ja dieses Spiel einfach wahnsinnig schön mit der Sonne und wirklich alles passend mit den Bergen und das Wasser und das Grün. Es war für mich, immer wenn ich hingeguckt habe, habe ich sofort gute Laune bekommen. Das ist für mich ein Bild, wo ich denke, es verleiht mir Ruhe. Ja, das geht mir auch so. Ne? Also wenn ich dieses Bild mag ich wahnsinnig gerne und ich schaue es mir auch gerne an, weil ich dann wieder in diese Ruhe versetzt werde, die ich dort hatte. Das Bild ist an einem Hotspot aufgenommen. Also normalerweise Moraine Lake ist das. Ist das ein See, der ist, ja, das ist ein Must. Da muss man unbedingt hin. In den Rockies ist das. Aber wir hatten da hinten, wo du gerade sitzt, ist unsere Lodge gewesen. Das ist eine ganz kleine Lodge, wo wir übernachtet haben. Und als die ganzen Touristen dann weg waren am späten Nachmittag, hattest du quasi den See für dich alleine. Wunderschön. So. Also ich steige dann da auf diesen Berg, also so ein kleiner Hügel. Und nur Streifenhörnchen, da hinten sitzen ja ein paar Streifenhörnchen noch an der Wand. Nur die Streifenhörnchen und noch ein paar Pfeifhasen, die sind auch ganz witzig, noch viel kleiner. Nichts sonst, ne? Ruhe. Ne? Und dann schaust du dann auf diesen See. Ja, ja, und dann saß ich da und habe einfach nur gewartet, bis das richtige Licht war. Und das ist perfekt. Und ja, und das ist es halt. Ne? Wenn du Landschaftsaufnahmen machst, dann musst du warten. Du musst warten und du musst Geduld haben. Weil ohne Geduld... Ja, Geduld ist so eine Sache. Das habe ich jetzt nicht so häufig. Dann hast du also Geduld, Glück und alles in einem den Tag gehabt. Ja, das ist wirklich so schön. Also wenn du jetzt auch wirklich guckst, auch mit den Wolken. Also das ganze Zusammenspiel... Perfekt. Ja, Geduld ist das, was mir auf einer Reise, wie hier zum Beispiel, häufiger gelingt, als wenn ich jetzt zu Hause bin oder so, dann irgendeinen Auftrag habe und irgendwas gemacht werden muss. Also, na, dann halt nicht. Ja, genau. Aber das finde ich natürlich total klasse, dass dieses Bild dir so gut gefällt. Aber wir haben ja noch eine Geschichte, wir zwei, ne? Richtig. Weil ich habe dir das ja zu verdanken, dass meine Bilder da hängen. Ja. Und ja, das haben wir letztes Mal auch gesagt. Ich meine, wir kennen uns jetzt schon 8 Jahre. Ich habe keine Ahnung. Es muss, ja, 8 oder 9 Jahre sind es auf jeden Fall. Ich weiß nicht, oh Gott, wie alt wir sind. Ich auch oder nicht. Noch länger, ja. Und du hast mir ja damals schon oft erzählt, ja, und was du machst und wie du es machst. Und dann habe ich dir ja angefangen, auf Instagram zu folgen. Und ich habe dir Jahr zu Jahr gesagt, sprech doch mal mit dem Thomas. Komm doch mal her, mach das mal. Weil wir haben ja mehrere Künstler, die wirklich hier an den Wänden sind. Und ich genau finde, dass du genauso toll bist wie jeder andere. Danke. Und dann hast du dich endlich, es war ja Ende letztes Jahres, 2019. Korrekt. Hast du dich ja dazu entschieden. Dann hattet ihr ja ein paar Gespräche. Und ich war sehr, sehr glücklich, als im Februar es dann hieß, es geht los. Und mal dieses Mal, das war ja auch das erste Mal, dass wir mitentscheiden durften. Ja. Mal was komplett Neues. Das war eine total super Idee vom Thomas. Der Thomas kam und hat gemeint, so, ey, du hast so viele tolle Bilder, wir brauchen irgendeinen Trigger, um die Entscheidung einfacher zu machen. Ja. Und er hat direkt gesagt, ich möchte spontan, also er hat spontan gesagt, ich möchte es nicht machen, aber mein Team, lauter kreative Leute, zwar perfekt. Nicht vom Foto, aber ist egal, kreativ und es ist genau die richtige Klientel, eigentlich kreative Leute zu sagen, okay, jetzt guckt ihr mal und was gefällt euch? Genau, ganz unvoreingenommen und jetzt, ja, das fand ich
super spannend. Es war toll. Also wie gesagt, es waren jetzt schöne Monate und deine Bilder haben uns wirklich in dieser Zeit einfach ja, Leben geschenkt, Farbe geschenkt. Es waren ja auch viele, die gesagt haben, einfach von den Farben her, von der ganzen Konstellation, wunderschön. Und wer weiß, Wege kreuzen sich ja öfters. Natürlich. Aber ich danke dir recht herzlich. Sehr, sehr gerne. Ich danke dir, ja, dass du dich getraut hast. Und das war mir klar, dass du da was ganz, ganz Tolles hinkriegst. Ja, danke dir. Viel Glück in der Zukunft. Und danke. Wie gesagt, vielleicht hängen bald oder in ein paar Jahre wieder ein paar Bilder von dir da. Gucken wir mal, weil die Reise soll ja weitergehen. Weitergehen. Ich musste ja unterbrechen, weil man hat ja nicht unendlich Zeit. Und, richtig. Das ging ja nur von Los Angeles bis Seattle und der Rest bis Anchorage, der muss ja auch noch gemacht werden. Und da gibt es dann nochmal andere Bilder. Super, ja, sehr gut. Also ich freue mich sehr und Talente müssen immer gefördert werden. Ich danke dir. Mach's sehr gut. Gerne, bis dann Thomas. Ciao. Hallo Miro, grüß dich. Ja, hi Thomas, schön dich wiederzusehen mit deiner Kunst. Ja, war total super. Also es hat mich wirklich wahnsinnig gefreut, dass ich bei euch ausstellen darf. Und da ist das so meine Frage so ein bisschen auch, was ist denn so dein Bild gewesen? Weil das Tolle war ja, ihr habt voten dürfen. Ja. Welches eure Bilder sind, die euch am besten gefallen? Ja, die du gerade mal in der Hand hast. Es ist irgendwie gefühlmäßig noch so, als ob du gestern noch da gewesen bist. Und das war gestern, glaube ich. Ja, wir haben dir mal so schön aufgehängt und ja, einen schönen Nachmittag, Sonntagnachmittag hier gehabt. Ja. Und schon ist es soweit und die Vernissage ist leider Gottes vorbei. Also ich hoffe, wir werden noch weitere irgendwie zukünftige Sachen. Ja, das mit der Finissage, das klappt ja jetzt leider nicht unter den Bedingungen. Ne? Aber ja, das war total interessant, ne, mit dieser Mauer. Ne? Diese vielen Nägel, die ich da einschlagen musste dann erstmal, damit die alle so in diesem Abstand saßen. Aber genau, ich habe die ganze Zeit auf die Uhr geguckt. Naja, noch ein bisschen. Ach, aber du wolltest nach Hause. Ja, genau. Aber dafür hängen sie wirklich perfekt und sind sie auch toll geworden. Und komm mal zurück auf meine Lieblingsbilder. Ja, genau, das ist tatsächlich mein Favorite gewesen, ist immer noch, ich finde den Kerl, also ich hoffe, dass es ein Kerl ist, keine Ahnung, sieht mindestens so aus, ne? Also ich finde den irgendwie total lustig und der hat ein wahnsinnig ja, ausdrucksvollen Gesicht, ja, so quasi nach dem Motto, was machst du denn da, ja? Wie ist das Bild denn entstanden? Ja, genau so in der Art ist es eigentlich auch entstanden, ne? Also ich meine, wir waren da gerade in einem Café, war das, glaube ich, das ist in Benton, Oregon State. Direkt an der Küste und ja, wir waren dann, was ich glaube, frühstücken war das und mein Kumpel war dann noch mal drin, ich glaube auf der Toilette oder so, weiß ich gar nicht so genau. Und wir waren zum Glück schon fertig mit dem Frühstück, ne? Aber ich kam raus, habe den da gesehen und wir haben uns dann so ein bisschen taxiert und ich dachte, okay, wart erst mal ein bisschen ab, ne? Wie er dann darauf reagiert, bevor ich gleich die Kamera zücke, ne? Erstmal so aneinander gewöhnen, so ganz langsam. Aber der war sehr entspannt, dann war ich dann eigentlich dann auch irgendwann mal etwas entspannter, habe dann die Kamera gezückt und dachte so, ist in Ordnung, wenn ich dich fotografiere. Er hat genickt virtuell und hat gesagt, alles klar, gut, dann machen wir das Bild. Ne? Also das Manikür war da auch mal richtig gut gemacht, ja, ja, war gekämmt, Scheitel sitzt perfekt, also alles richtig. Ja. Ich meine, du hast ja immer, wenn du so einen Hund fotografierst, immer die Frage, bellt er dich gleich an oder der könnte ja einfach drüber springen. Ne? Das ist zwar ein Pickup, der relativ hoch ist, aber wer weiß, wie der Hund drauf ist. Ne? Ja, so zum Tor da ankuscheln oder so. Ja, ja, aber nee, ganz problemlos. Das fand er interessant irgendwie. Jetzt zum Thema Hund, da ist tatsächlich noch einer, ne, ja, davon. Das ist wahrscheinlich irgendwie Brüderchen, Schwesterchen. Ja? Also, du hast wahrscheinlich mehrere Hunde dann auf dem Weg irgendwie abfotografiert. Ne? Ja, das ist richtig, wobei der Hund jetzt in Kanada war. Aber okay, gerade ein paar hundert Kilometer weiter, also aber auch nicht an der verwandt. Küste. Nein, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sie verwandt waren. Aber ich habe halt hier noch ein Bild in der Hand, was genau, du eigentlich ganz toll findest. Ausgerechnet jetzt nichts, was lebt, sondern eher was quasi schon fast tot ist. Ne? Du hast aber auch gesagt, dass es tatsächlich noch lebte. Also es, ja, okay, es fährt noch. Ne? Ja, genau. Das Auto, das fährt noch. Ja, das ist richtig. Okay. Das ist so ein Wreck oder so ähnlich, wie sich das nennt. Also quasi Schrott auf vier Rädern, der aber noch fährt. Und das war oder auf, zu dem Zeitpunkt noch gefahren. Ja, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Und das war ein Parkplatz an der Wanderstrecke auf Vancouver Island. Okay, und cool. Erst kurz bevor wir kamen, ist der hingefahren und ausgestiegen. Also deswegen habe ich gesehen, dass er gefahren ist. Ne?
Ja, und wir fanden das Auto ganz interessant. Mein Kleiner auch, der in dem Fall dann mit dabei war. Und hatten uns das Auto angeguckt. Es sah schrottig aus, innen wie außen. Aber ja, also okay, innen auch? Ist, ja, innen auch. Ja, das hat schon gelebt. Normalerweise würden wir sagen, die besten Tage vorbei. Und an der Stoßstange sieht man ja auch, dass es wirklich schon sehr alt ist, dieses Auto. Ne? Die Käfer hatten ja später dann eine andere Stoßstange. Ja, und ich denke, der hat schon mehrere Besitzer gesehen. Ne? Ich glaube auch. Gehe ich davon aus, ja. Aber sowas ist echt cool, das macht gute Erinnerungen und das macht Lust irgendwie auch zu reisen und zu sehen. Und auch alte Dinger können noch was, ne? Ja, das ist ja das Interessante, wenn man so auf Reisen ist und dann so ganz langsam unterwegs ist, wie ich das dann war, und dann so sehr aufmerksam rumgeguckt hat, und dann gibt es quasi zu jedem Bild eine Geschichte, ne? Weil man dann sich das abspeichert und man kann sich das auch, ja, Bilder viel besser merken, als wenn man irgendwas Geschriebenes hat. Ne? Und dann habe ich quasi zu jedem Bild dann wie so eine kleine Geschichte, die ich so in Erinnerung habe, was ich da so erlebt habe. Ne? Übrigens zum Thema Bilder, also die ganzen Bilder, die da hängen, haben sie irgendeine Verbindung miteinander? Also nach welchem System hast du sie hier mal aufgehängt? Also das ist ja jetzt die zweite Wand, die erste Wand ist ja schon wieder ausgetauscht, und ich habe mir als erstes angeschaut, was waren so eure Favoriten, und dann habe ich geguckt, okay, welche Bilder passen denn wie zusammen, und dann habe ich dann so einfache Ausdrucke gemacht, die habe ich dann im Wohnzimmer auf dem Boden verteilt, und dann haben wir dann geguckt, okay, wie passt was, wie kann man thematisch was zusammensetzen. Und dann ist so ein bisschen Erde und Himmel als Bezug, oder dann halt so die Mittelebene. Da passt es nicht so ganz, ne, weil Himmel ist dann eigentlich dann da oben. Und dann, wie können welche Bilder eine Beziehung eingehen? Wie passt was? Und wo guckt das eine Objekt hin? Wo guckt das andere Objekt hin? Ne? Und so habe ich dann quasi die Geschichte zusammen gebaut dann. Natürlich wären noch andere Konstellationen möglich, aber das war jetzt für mich so die naheliegendste Konstellation eigentlich. Cool, also es ist dir sehr gut gelungen. Dankeschön. Wir wurden immer wieder angesprochen, also die Kunden waren wirklich sehr begeistert von der Idee, auch von den ganzen Sachen, die sie da gesehen haben. Und was sehr interessant ist, jeder wurde natürlich mal angesprochen zu einem anderen Bild. Also jeder, so sind wir unterschiedlich, jeder von uns findet irgendwie so die eine Warum. Der andere war eher halt very amerikanisch, ja, und das ist halt irgendwie alles dabei. Cool gewesen, hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, war sehr toll, dass ich bei euch ausstellen durfte. Genau, ja, vielen Dank, dass du da warst. Und sehr gerne, ich danke dir. Auf das Nächste, ne? Ja, bis dann. Bis bald, ja. Tschüss. Hallo André, grüß dich. Hallo Thomas. Du bist einer von den kreativen Köpfen hier vom Tomco-Team, die mitgevotet haben bei meinen Bildern, was man denn hängen kann von mir. Und was ist denn dein Lieblingsbild? Mein Lieblingsbild von den knapp, lass mal schätzen, 2000 Stück, die du uns da gegeben hast auf diesen ganzen Folgen. Waren nur 1900. Okay, minus 100, war meins das mit den Bäumen. Und zwar in genau das hier. Und zwar genau aus dem Grund, weil es einfach für mich sehr beruhigend war. Mhm. Obwohl die Geschichte hinter dran nicht sehr beruhigend ist, da es ja doch Aschenwolken sind im Hintergrund. Aber die Geschichte, die hast du erst später erfahren. Ja, erst nicht, danach. Als du das Bild gewotet hast. Nee, das nicht. Da bin ich nur auf die Optik gegangen. Und die hat mir sehr imponiert. Ja, ich meine, dadurch, dass halt hier hinten diese Wolken war, das war 2018, da gab es auch schon Waldbrände. Da war ich mit dem Motorrad unterwegs. Das ist da oben die Maschine, die da in San Francisco steht. Aha. Und das ist einer der nördlichen Regenwälder. Und ich mag diesen nördlichen Regenwald in Nordamerika. Das ist Washington State, der Olympic National Park. Sehr schön. Und ich kenne Vancouver Island. Das ist so die Fortsetzung von diesem Regenwald. Und daher mag ich den auch, so diese Vegetation, diese vielen Farne, Flechten, diese Moose und so. Das ist einfach toll, und das ist so eine, diese Aura, durch so einen Wald spazieren zu gehen, ist einfach fantastisch. Ne? Ja, wobei du ja zu mir meintest, umso weiter weg man von dem geht, umso kurviger wird der Baum. Genau, ne? Deswegen, es gibt ja da hinten einen Baum, da drüben, ne? Steht ja auch, hängt ja auch ein Baum. Genau, richtig. Und das ist so einer, der so gewachsen ist, und da gibt es ganz viele, und das ist das Schöne auf Vancouver Island, wo wir dann halt auch waren dann noch, und dann sind wir da schön spazieren gegangen. Das ist einfach ein Traum. Aber in dem Fall, ja, Waldbrände, das hat sich sehr stark auf die Lunge gelegt, und man konnte also schwer atmen noch, nur, und da hinten das, ja, das hat halt
so einen speziellen Look von dem Bild gemacht, sonst wird es wahrscheinlich nicht so aussehen. Aber es war halt auch irgendwo tragisch und man denkt so, boah, meine Güte, was da alles verbrennt. Und jetzt dieses Jahr ist es noch schlimmer gewesen. Ja, leider, also leider, leider. Ich wollte mir gar nicht vorstellen, wie das dann ob es das überhaupt noch gibt hier, das Bild. Ja, das man ja auch ist nicht. Natürlich auch die Frage, das genau. Kann ich dir auch nicht sagen. Kann ich dir sagen, wenn ich das nächste Mal vielleicht dort bin? Gerne. Wobei, da fahre ich nicht mehr hin, das nächste Mal fahre ich wieder Vancouver Island und dann geht es weiter Richtung Norden. Aber schauen wir mal, was so alles was noch kommt, gell? Ja, genau. Nee. Man kann ja im Moment gar nicht planen. Das Bild war für mich einfach sehr beruhigend, einfach vom Anschauen schon, weil es einfach dieses Wald, ich komme vom Schwarzwald, ich liebe den Wald. Yeah, Berge. Berge, frische Luft, viel Bäume, Grün, Bäume. Was auf allen anderen Bildern nicht zu sehen war, außer auf, speziell auf diesem einen Bild, hat mir halt einfach sehr imponiert. Ja, hier bei den Bildern, die hier hängen, gibt es Bäume nur in Zweitverwertung. Also hier die Baumstämme, ne, das ist das Totholz, was in einem See treibt. Oder da hinten die Hackschnitzel auf einem Spielplatz. Ja, immer noch schöner. Ja, das ist richtig, weil das noch die lebenden Bäume sind. Genau. Ja, ich danke dir recht herzlich, André. Ich danke dir auch, Thomas. Und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss. Auch. Ciao. Gut, die Frage, die mich zuerst interessiert, an dich, Thomas, als den Fotografen. Wie entsteht ein gutes Foto? Ja, ich meine, das ist diese Frage. Ganz einfach, ne? Genau, diese ganz einfache Frage. Ich bin mal gespannt, ob die Frage, Antwort auch so einfach ist. Dann. Damit beschäftigt man sich immer wieder und wieder und wieder. Mit jedem Bild beschäftigt man sich neu damit und denkt dann immer so, na, das funktioniert wieder gar nicht. Und ich muss immer die Reaktion eigentlich der anderen abwarten, um dann selber sagen zu können, okay, das Bild ist also gut. Warum könnte das denn gut sein? Mhm. Was war denn da passiert, als ich es fotografiert habe? So, und irgendwann kam ich dann halt auch tatsächlich darauf, okay, wenn ich also Bilder mache, die andere auch gut finden, und dann habe ich immer viel Zeit gehabt. Immer so die innere Ruhe gehabt. Ich bin runtergekommen, ich war nicht in Hektik und hatte dann so wieder ein Bauchgefühl, welche Bilder du oder welche Kunst du gut findest. War dann so mein Bauchgefühl so, oh, das ist eine spannende Komposition und da gucke ich jetzt, wie ich da ein Bild mache. Ne? Mhm, und gerade bei den quadratischen Bildern, die hier hängen, ist es so, dass ich zum einen natürlich viel geübt habe, im Quadrat zu denken und dann versuche, das Quadrat so spannend wie möglich auszufüllen, weil das Quadrat halt in unserer Sichtweise im Moment nicht mehr so gebräuchlich ist. Mhm. Gebräuchlicher sind die anderen Bilder, die hier hängen, die nicht an dieser Wand hängen. Ja, ja. Die haben das normale Seitenformat, wie man sich das so vorstellt. Ne? So, und das Quadratische ist dann so ein kleines bisschen anders und dann fängst du halt neu an, so kompositorisch zu denken. Ne? Ich meine, goldener Schnitt oder Drittelregel, das ist alles bekannt. Und, aber dann geht es halt darum, so Momente einzufangen, auf den richtigen Moment zu warten. Ne? Gerade hier, also, ja, das hat auch schon mal eine Viertelstunde gedauert, bis das richtige Fahrrad mit dem richtigen Schuh dann halt durchgekommen ist und viele Bilder und... Ja. Und immer wieder geguckt, ja, passt es überhaupt? Dann hin auf die Kamera geschaut, passt es überhaupt? Und wenn ich es jetzt zurechtschneide und so. Ne? Ja, und es ist, Fotografen bringen nur dann wirklich was zustande, wenn sie Ruhe haben. Ne? Wenn sie nicht in Hektik sind und sagen, oh, jetzt hier Zeit, jetzt müssen wir aber ganz schnell das Ganze fertig machen. Mhm. Das funktioniert eigentlich nie. Ja, ne? Ja. Und, da hinten habe ich dann so ein Bild mit zwei Streifenhörnchen, die sich quasi küssen. Ja. Und da muss man natürlich schnell sein bei so einem Motiv. Ne? Ja. Aber wenn man halt spazieren geht oder so durch die Berge dann läuft, weil das ist ja in den Bergen gemacht, und dann habe ich die Kamera immer im Anschlag mit dabei. Ne? Und wer bei mir mitgeht, hat entweder auch eine Kamera mit im Anschlag oder weiß halt, okay, jeden Moment kann er stehen bleiben, weil er jetzt gerade in der Gegend rumguckt und schaut, ob er irgendwas Spannendes findet. Ja. Ne? Das ist also kein flüssiges Strecke machen bei dir. Ne? Ähm, du bleibst dann auch mal stehen.
Ja, das ist richtig. Deswegen gibt es den einen oder anderen in der Familie, der nicht gerne mit mir spazieren geht. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, oder vielleicht auch alle, die nicht mehr gerne mit mir spazieren gehen. Ja, weil ich meine Augen immer permanent irgendwo am Kreisen nochmal, habe. Nochmal, genau. Ob richtig. Ich irgendwas Spannendes sehe. Und wenn ich halt in so einem inspirierenden Land bin, wie jetzt Kanada, also viele von den Aufnahmen sind ja in Kanada entstanden. Okay, man sieht natürlich einige auch in den USA. Ja. Und dann bin ich sowieso extrem wachsam. Und, ja. Was gibt es denn da so? Und dann gehe ich auch mal so dieses eine Bild, was du ja so schön findest. Ja. Das ist ausnahmsweise auf einer Reise geschehen mit meiner Frau zusammen. Mhm. Und sie war allerdings dann im Zimmer und hat sich hingelegt, war ein bisschen müde. Und ich habe gesagt, ja, ich gehe nochmal eine Runde laufen oder so. Mhm. Ne? Und da sind also viele schöne Bilder entstanden, weil ja. es dann halt später Nachmittag war, so gegen Abend. Ja. Alles war sehr ruhig und gemütlich. Und dieses Hope, dieses kleine Städtchen, ist auch, ja, ja. ist auch extremst gemütlich. Und ja, und dann steht man halt da, guckt so ein kleines bisschen rum. Und dann war das genau dieser Blick und dann dachte ich so, das ist irgendwie spannend. Kamera gezückt und dann geschaut, okay, wie kann ich das ganze Bild komponieren? Ja. Und so ist es dann quasi dann auch entstanden, das Bild, als zwar zufällig, aber absichtlich komponiert und halt mit der richtigen inneren Ruhe daran gegangen. Ne? Ja. Und nicht gut. Krampfhaft auf der Suche. Ja. Das ist so eine weitere Frage, die ich habe. Reist du, um zu fotografieren? Oder fotografierst du einfach, während du reist? Okay. Ja? Manchmal möchte natürlich die Familie ganz gerne auch, dass man mit ihnen unterwegs ist. Mhm. Aber ich habe es mir mittlerweile wirklich angewöhnt, zu reisen und zu fotografieren. Das heißt, alleine oder mit einem Freund unterwegs zu sein. Und jetzt an der Wand sind die meisten Bilder auf so einer Reise entstanden, weil mein Wunsch war eigentlich, die Panamericana mal entlang zu fahren. Und also von Feuerland hoch nach Alaska. Mhm. Jetzt ist allerdings Südamerika ein bisschen schwieriger zu fahren und logistisch. Und ja, und so lange kann ich dann auch mich nicht irgendwie auskriegen aus dem Leben. Mit Familie geht es einfach nicht. Also dachte ich mir, okay, ich mache den nördlichen Teil davon. Und dann haben wir jetzt einfach mal angefangen vor ein paar Jahren und haben gesagt, okay, wir reisen jetzt mal von Los Angeles bis Seattle. Und danach geht es dann weiter von Seattle bis Anchorage. Und auf dem ersten Teil habe ich einen Freund mitgenommen und auf dem nächsten Teil, also so einen Zwischenteil, nehme ich nochmal einen Freund mit und dann so von Vancouver bis Anchorage dann hoch, das mache ich dann wahrscheinlich alleine. Ja. Ne? Und das Besondere daran ist, dass ich mit dem Motorrad fahre. Ach, okay, gut. Also ich liebe Motorradfahren. Und, ich kann es nur erahnen, was ist das Spezielle beim Motorrad? Das Spezielle beim Motorradfahren ist halt, du bist eins mit der Landschaft, mit der Natur, mit der Stadt. Und dieses Einssein verbindet dich noch viel intensiver mit, mit dem, was man so erleben kann. Ne? Nicht unbedingt, was man so fotografieren kann, was man erstmal erleben kann. Und da oben, das ist übrigens mein Motorrad, mit dem ich unterwegs war. Die BMW R1200 GS, genau da, das ist in San Francisco. Ja. Und eigentlich auch so ein Zufall, dieses Neighborhood, was wir da gefunden haben, wir wollten eigentlich wollten so eine Route, so eine klassische TUI-Route abtuckern mit dem Motorrad. Ne? Irgendwann hat das Navi gesagt, da müssen wir lang, das hat uns irgendwie nicht gepasst. Und dann hat das Navi gemeint, so, nee, das hat Silber keine Lust mehr, dann war irgendwas mit der Route nicht mehr. Okay, das ist ein netter Platz, jetzt halten wir einfach mal an, wir haben so Hunger. Ne? Und das sind dann so diese Zufälle, du hast Hunger und guckst, okay, was gibt es denn hier eigentlich? Und dann fällt dir auf, das sieht da total super aus dort. Ne? Und vorher halt Frust gehabt, San Francisco, sieht nicht mehr so schön aus und versifft und runtergekommen. Und dann kommt man da zu so einem Szeneviertel, was so richtig aufgepeppt ist und so. Ja. Ja, und dann sind halt auch solche Bilder wie hier, das sind Rauch von den Waldbränden über Seattle. Ja. Und das ist von der Fähre aus und dann guckt man halt diesen Arbeitern dann zu und denkt so, das ist doch mal ein interessantes Motiv. Ne? Ja. Dann klickt man dann drauf. Oder wie so eine Art Westernstadt, wo wir durchgekommen sind, so mit Saloon und mit so einem Laden.
ja, zum Einkaufen haben wir gesagt, okay, wir machen mal eine Pause. Ne? Mit dem Motorradfahren machst du viel häufiger Pausen und du rast nicht, sondern du reist halt gemütlich. Mhm, genau. Und deswegen hält man dann halt schon mal an und dann kommt man dann zu solchen oder dann zu diesem Liebespaar, was da oben den Sonnenuntergang genießt. Ja, wunderbar. Übrigens auch Rauchschwaden von Waldbränden, so eine Kombination aus Nebel- und Waldbrandrauchschwaden. Ne? Ja. Da erlebt man dann halt schon so einiges. Und das Coole ist beim Motorradfahren, jeder, den du triffst, der kommt mit dir ins Gespräch. Ob das jetzt die netten Damen im Café sind, die mich mit dir unterhalten, so, ah, was macht ihr denn? Ach, mit dem Motorrad, total super. Ne? Oder du wirst dann irgendwo an der Kreuzung angesprochen, so, hey, geiles Motorrad und so, super, endlich mal keine Harley. Ja, genau. Mit dem man da rumfährt. Und Harley ist nicht so mein Ding auch. Und, ja, und es ist sehr nah. Oder die Bauarbeiter, also hier oder hier hing ja mal ein Bild von einer Bauarbeiterin. Und Bauarbeiter in den USA sind beste Freunde von Motorradfahrern, habe ich das Gefühl. Und die haben immer gegrüßt und gewunken, haben mit der Arbeit aufgehört und hallo, hallo. Das, man erlebt Sachen nur auf dem Motorrad. Ja, richtig. Das sind intensivere Eindrücke. Ne? Du hast die Temperatur, du hast den Wind, du hast den Duft auch anders als im Wagen. Absolut, ne? Ja. Und somit ein anderes Hinschauen. Kommst vielleicht auch mal durch eine kleinere Straße durch oder einen intimeren Ort mit dem Motorrad, als wenn du vielleicht mit einem 15 Meter langen Wohnmobil unterwegs bist. Auch das hat sicherlich seinen Reiz, ne? Aber ja klar, mit dem Motorrad. Ne? Oder wenn du durch San Francisco fährst und dann die steilen Straßen dann hoch, wo du dann mit dem Auto keine Gedanken machst, so, ja, bretter ich hoch, mit dem Motorrad machst du dir dann schon Gedanken, so, nur nicht unterwegs anhalten, weil das wird dann kriminell. Ne? Wie komme ich dann wieder, kann ich wieder losfahren? Und nur nicht rückwärts rutschen. Und nicht rollen, ja. Und da macht man sich ganz andere Gedanken dann auf einmal, weil man will ja nicht auf die Schnauze fliegen. Okay, ne? Genau. Deswegen haben wir gar kein ganz steiles Bild hier, weil du da nicht angehalten hast. Okay, war eine weitere Frage. Ich weiß natürlich von vielen Gesprächen mit Fotografen und mit Grafikern, dass Druck auch nochmal eine enorme Wichtigkeit hat bei der hochwertigen Produktion, Reproduktion von Fotografie. Ne? Ja, ja, absolut. Ich meine, das kennt man ja auch im Kunstbereich, ne? Ja. Also jetzt bei den Malern und Drucken ist für mich schon lange ein Thema. Also ich bin auch Fachautor für diverse Zeitschriften und mache auch Workshops zum Thema Fine Art Printing. Und daher war es mir natürlich extrem wichtig, dass meine Drucke auch toll aussehen. Ja, ja, ja. Und ich habe hier jetzt ein mattes Baumwollpapier genommen und absichtlich das Glas weggelassen. Ja, ist wunderbar. Ohne in dem Glas. Bereich. Perfekt. Ja. Dass man das auch sieht, was das für ein tolles Papier ist. Und und das ist für mich extremst wichtig und ich suche halt das Papier nach den Motiven aus. Ne? Und je nachdem habe ich dann ein glattes Papier oder ein leicht aufgerautes Papier oder ein Barrittpapier mit einem ganz leichten Glanz oder eine besondere Struktur, die dann nochmal das Motiv unterstreicht. Ja. Und das ist ein sehr komplexer, also für Außenstehende sehr komplexer Prozess. Für mich ist es nur noch ein Blick und dann weiß ich genau, okay, da passt das in das Papier dazu. Ne? Ja. Und dann ist natürlich der Rahmen das Wichtige, was dann auch dazu passen muss. Und hier wollte ich ganz clean diese halbe Rahmen aus Metall, die halt ganz toll sind. Ja. Ich habe von den eine tolle Haptik auch. Ne? Ja, ist total super. Und ich habe jetzt auch auf japanischem Washi-Papier mal so eine Sonderedition davon gedruckt. Mit einem Holzrahmen, was auch ganz spannend aussieht. Mhm. Und da lebt dann noch ein bisschen mehr auch das Papier davon. Mhm. Allerdings, die hängen jetzt, sowas hängt jetzt nicht hier. Mhm. Aber das hängt jetzt da. Du hast eben gesagt, das war so ein Stichwort, Fine Art Printing? Ja, genau. Ja. Das ist so das Stichwort. Die Überschrift. Ja, das ist so der Überbegriff, wenn man so diese hochwertigen Drucke. Es geht ja hier darum, dass man wirklich Drucke anfertigt, die auch mal durchaus 100 Jahre halten. Ne? Mhm. An welchem Bild könntest du mir mal kurz erklären, wie dieses Fine Art Printing sich äußert? Vielleicht, keine Ahnung, durch die Intensität der Farben oder durch die
Umrisse, die Schärfe, keine Ahnung. Wie kann ich das erkennen, ob etwas gut gedruckt ist? Ich als Laie. Ja, das ist nicht ganz so einfach jetzt. Vor allen Dingen, die Intensität der Farben ist es schon mal nicht, weil auf so einem matten Papier wird alles ein bisschen softer und zurückhaltender. Ja. Ne? Ja. Und da ist es eher so, dass du weniger starke Kontraste hast und dafür so Zwischentöne sehr viel besser zur Geltung kommen. Hier zum Beispiel, das ist doch ein ganz farbstarkes Bild. Ja, es ist im Prinzip farbstark, aber wenn ich das jetzt auf einem glänzenden normalen 0815 Papier drucken würde, wäre das noch viel glänzender, noch viel stärker. Aber mir würden so Zwischentöne verloren gehen. Dafür muss ich bei so einem Motiv im Druck aufpassen, dass es nicht hier absäuft. Hier, ich sehe hier die Oberfläche, die so abgekantet ist durch die Holzschnitzarbeit. Also deutlicher zu sehen ist es eigentlich hier. Ne? Wenn ich hier in dem Bereich gucke, dass es zwar sehr starke Kontraste hat, oder das hier, da sehe ich Bereiche im Bild noch drin. Da sehe ich Dreidimensionalität zum Teil auch drin. Ja, ne? Unbedingt. Und die Papierfarbe, die tut dann noch ihr Übriges, das Ganze nur ein kleines bisschen wärmer zu gestalten, weil das halt auch kein hochweißes Papier ist. Ne? Ja, so. Thomas, nachdem ich jetzt doch etliche Fragen schon gestellt habe, was mich interessieren würde, wenn ich mir die Wand anschaue, und dann denke ich immer, ein Bild würde ich mir niemals hängen. Ich bin immer so bei der Zahl 3. Ja. 3 oder 6 oder 9. Irgendwie, das gibt mir ein gutes Gefühl. Jetzt habe ich eine Frage an dich. Ich habe mir jetzt die beiden so für mich ausgeschaut. Die gefallen mir sehr gut. Aber ich habe keinen Plan, welches der anderen Bilder ich dazu kombinieren soll, kann, ja. Was würdest du, du hast sehr gemacht, mir da empfehlen? Ja, also die 3 ist natürlich in der Gestaltung immer so magisch, ne? Ja. Also, oder alles, was sich durch 3 teilen lässt. Daher gute Entscheidung, 3 zu hängen und nicht nur 1. Und wenn wir jetzt die 3 Naturaufnahmen nehmen, die jeweils Holz beinhalten oder Bäume, Baumotiv, würde ich auf jeden Fall etwas, was lebt ist, ne? Also ein Motiv mit Menschen mit dazu kombinieren. Ne? Und entweder dann von den Farben her, da oben das kleine Bötchen da in Vancouver, auf Vancouver Island in Victoria. Das ist das hier, genau. Da ist Mensch drin, und dann hätte man dann hier durch einen Warm-Kalt-Kontrast beispielsweise auch. Ne? Das würde sowas ganz gut kombinieren. Stimmt, jetzt wo du sagst. Richtig. Wenn man lieber Ton in Ton bleibt, und dann würde ich vielleicht so etwas hier kombinieren. Und da hat man also Mensch, und man hat auch den Boden, alles was so vom Standpunkt her aus unten ist. Ne? Auch dann entsprechend warme Farben. Und so etwas würde ich hier kombinieren, so etwas Tristeres wie das hier oben. Zumindest, ich weiß halt, dass es da hinten Rauchschwaden sind, deswegen finde ich es ein bisschen triste. Würde ich jetzt dazu nicht kombinieren. Naja, wenn du das jetzt so sagst, ich würde dann auch immer eben diese Verbindung Ahornblatt und Kanada, hier oben, sieht man es ja dann nochmal ganz deutlich. Das wären sogar alles 3 Kanada-Motive auch. Ne? Wunderbar. Zwar lokal, absolut, total woanders. Kanada aber ist groß hier. Genau, das eine Ostküste des Rocky Mountains und das andere Westküste. Ne? Wow. Ja, Wahnsinn. Ja, Coast to Coast. Ne? Dann wäre das ja symbolisch für Coast to Coast. Absolut, ja. Absolut. Perfekt, gut, dann mache ich das. Ja, Thomas, also vielen Dank. Vielen Dank dafür, dass wir mit dir auf die Reise nochmal gehen durften. Sehr gerne. Also wir haben hier sehr viel Spaß mit deinen Bildern gehabt, mit den Farben, mit den Motiven, mit der Tatsache, dass jeder etwas anderes entdeckt hat bei den vielen Eindrücken, die du hier uns mitgebracht hast. Es war eine wirklich sehr tolle Zeit, und gerade dann, wenn du, ich glaube, gerade dann, wenn wir von Kunst überrascht werden, dann macht sie einen besonderen Eindruck
auf uns. Das ist ja super. Ne? Da freut man sich als Künstler natürlich drüber. Ne? Sonst hängen die Bilder zu Hause und dann sehen so die Besucher zu Hause. Und wenn es so im öffentlichen Raum ist und die Leute erfreuen sich an den Bildern, das ist ein verdammt gutes Gefühl. Ja. Und manchmal finde ich, und das ist immer der Unterschied, Kunst soll für mich, darf Kunst keine kostenlose Dekoration sein. Mhm. Ja, das ist immer wichtig. Deswegen ist es mir auch wichtig, ein Thema zu haben, wie jetzt bei dir. Mhm. Wir hatten ja die Brücke geschlagen, dass die Mitarbeiter, unsere Mitarbeiter mitkuratiert haben. Total super. Ja, das war super gewesen, zum Beispiel. Mhm. Die Art, den Anspruch, wie du an die Produktion, ja, diese Feinart Drucktechnik, daran gehst, die Art der Hängung. Es war wirklich alles sehr speziell, trägt alles deine Handschrift und immer wieder gerne. Herzlichen Dank, hat mich sehr gefreut, war total klasse gewesen. Und jetzt ist es halt leider bald vorbei. Leider bald vorbei, aber im Moment noch nicht ganz. Genau, richtig. Ja, kann noch ein paar Wochen hängen, aber dann... Richtig. Und die Vernissage, die ist uns, die Vernissage, die Finissage, wir haben ja sogar jetzt noch mit einer Finissage gehofft, aber die ist uns den momentanen Umständen geschuldet genommen worden. Und somit hat auch der direkte Kontakt zu den Zuschauern, ne? Also denjenigen, die gerne die Geschichten hätten hören wollen. Das müssen wir nachholen. Auf der anderen Seite haben wir jetzt dieses Video nochmal komplettiert, mit den Mitarbeiterstimmen, mit den Teamstimmen und uns beiden. Sag mal, das bleibt ja länger dann als eine Finissage, ne? War wahrscheinlich länger als wir unter Umständen. Das wird immer da sein. Wunderbar. Sehr schön. Wow, auch ein guter Gedanke, ne? Für die digitale Ewigkeit. Okay. Ja, super. Also. Dann danke ich dir. Bitte gerne. Bis bald. Bis bald. Tschüss.